Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla Fan. Hallo, hier ist wieder Tesla Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Daumen hoch wäre auch klasse. Unterhalb des Videos findet ihr die Links zu den verschiedenen Internetseiten, wo diese Informationen her sind. Außerdem gibt es da drin Bilder und manchmal sogar kleine Videos, also es macht vielleicht Sinn, da mal reinzuschauen. Dann gibt es einerseits noch den Twitter-Account und einen Weiterempfehlungslink, womit ihr 1500 Kilometer freies Superchargen bekommen könnt, wenn ihr diesen anklickt. Und natürlich ein paar kleine Beispielvideos und da gibt es Playlists, die ihr nutzen könnt, wo E-Bikes, Technik oder auch Roadmovies drin ist. Kommen wir aber zu dem Tagesthema und das Tagesthema ist wieder Tesla, denn heute ist Samstag und dann mache ich ja an sich, wenn ich schaffe, immer den Tesla Day. Was gibt es Neues an Tesla? Ja, was gibt es neue Tesla-Neuigkeiten, muss man dazu sagen. Und auch da ist es natürlich so, dass bei Tesla tut sich immer was und es gibt immer Leute, die darüber sprechen, spekulieren oder auch echte Daten kommen raus und nicht immer alles ist hundertprozentig auf den Kopf getroffen. Und es gibt auch ja, manchmal Diskussionen darüber, was da erzählt wird, ob nun von der einen Seite von Tesla oder auch von außen hereingetragen wird. Trotzdem ein sehr interessantes Feld, daher glaube ich, für Leute, die Neuigkeiten berichten möchten, ist das natürlich super, dass da so viele Informationen kommen. Und die erste ist, der Tesla-Chef sagt, ja, diese Chip-Knappheit, die wir im Moment haben, die Steuerchips, wo ja ganz, ganz viele Hersteller teilweise sogar ihre Produktion verlangsamen oder einstellen mussten. Da ist es jetzt so, dass die ganzen Firmen anfangen, diese Steuerchips in Massen zu kaufen. Und er vergleicht das mit dem Toilettenpapier, dass man sich eben, wenn da so eine Knappheit ist, Mengen hinlegt. Und daher werden, wenn das erstmal über also wenn man diesen Punkt überschritten hat, werden riesige Lagerbestände von diesen Chips dann überall rumliegen, weil jeder ja Angst hatte, dass er zu wenig davon bekommt. Eine andere Sache, die auf Tesla lastet, ist im Moment ein Prozess, der in Norwegen stattgefunden hat, wegen der Reduktion der Ladegeschwindigkeit bei dem Model S. Und zwar früher wurde das P85er Modell ist, glaube ich, da hauptsächlich von betroffen, die Ladegeschwindigkeit reduziert softwaretechnisch. Man wollte damit den Akku schützen. Und das ist natürlich, einerseits ist das ja ganz gut, andererseits bedeutet das eben, dass auch Tesla sich davor schützt, neue Akkus einzubauen, wenn die anderen Akkus kaputt sind. Und damit vom Prinzip her sein Versprechen nicht einhält, ein Fahrzeug mit einer gewissen Ladegeschwindigkeit zu liefern. Ich bin sowieso gespannt, wie das alle anderen Fahrzeughersteller nachher realisieren, denn vieles wird ja ausgeliefert mit verschiedenen Ladegeschwindigkeiten und ob da wirklich dann auch, wenn in 5 oder 10 Jahren die Fahrzeuge noch auf der Straße sind, dieselben Ladegeschwindigkeiten sind, dass natürlich Kapazitätsverluste sind bei den Batterien, ist eben eine Normalität im Lithium-Batterien-Segment. Eine weitere Meldung ist, dass das Tesla Model S Plaid Modell hat den Viertelmeilenrekord gebrochen und ist das schnellste Auto, Produktionsauto auf der Welt. Also es gibt ganz bestimmt individuelle Fahrzeuge, die schneller sind, Sportfahrzeuge und so weiter. Aber von den Autos, die produziert werden, ist das Model S, das Plaid Modell im Moment das schnellste Fahrzeug über diese Viertelmeile. Ja, nette Info, aber eben für die meisten Leute gar nicht so relevant, da man auf normalen Straßen ja nicht die volle Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs ausnutzt. Ich habe auch kein Plaid-Modell oder kein Performance-Modell, ich habe ein Long-Range-Modell und ich bin damit vollauf zufrieden und mit der Beschleunigung auch vollauf zufrieden. Das ist schon toll, die Beschleunigung, die die Tesla bieten. Auf jeden Fall ist es so, dass ja das Plaid-Modell von allen sehr stark erwartet wird und nun wurde bekannt gegeben, dass man noch 1-2 Wochen mehr braucht, um das Ganze vernünftig aufzubereiten. Auch hier ist es aus meiner Sicht nicht falsch, dass man das macht, denn besser das Fahrzeug ist,
ja, alles korrekt, bevor man es rausbringt, als dass man versucht, irgendwelche Termine zu halten und schneller das Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Wenn das Fahrzeug dadurch eine höhere Qualität erreicht und eine bessere Fertigung nachher erreicht, wird das jedem, der so ein Fahrzeug bestellt hat, natürlich auch zugutekommen. Wenn er perfekt ist ja ein hochtrabendes Wort, aber ein sehr gut gebautes Fahrzeug bekommt, ist, glaube ich, dem Kunden mehr damit gedient, als wenn er etwas schnell bekommt und das dann nachgebessert werden muss. Insofern, es ist ein bisschen Verspätung drin, aber ich denke, die Kunden werden das nachher auch sehr wohl schätzen, wenn sie ein sehr gut gebautes Auto bekommen. Ja, womit ist es gebaut? Mit dem AMD-Chip. Das heißt, die Tesla Model S und Model X kriegen ja vom Prinzip her so ein Chip, eine GPU oder GPUs, zwei Stück sogar, von der Firma AMD. Ja, das ist so, dass natürlich immer die neuesten oder die verbesserten Chips eingebaut werden in neue Produkte, und das ist nicht anders bei dem Model S und Model X, damit einfach die gesamte prozessuale Ablauf schneller ist, braucht man eben schnelle, gute Systeme, und da ist es eben wichtig, dass man dann auch die richtigen Chips einbaut, und Tesla ist ja immer dabei, Sachen weiterzuentwickeln. Und auch hier in diesem Bereich haben sie jetzt eben einen noch weiterentwickelten Chip eingebaut, der für die Leute, die damit spielen wollen, ganz bestimmt viel Freude bringt. Auch die Bedienung von vielen Sachen wird dann wesentlich flüssiger noch werden. Was jetzt schon sehr gut ist, wird dann dort noch spielender werden, was natürlich eine tolle Sache ist. Wenn wir jetzt zum Semitruck kommen, ja, der Semitruck ist ja auch eines der Produkte bei Tesla, die versprochen sind, aber nicht geliefert werden. Jetzt ist es nicht so, dass ich sage, ja, muss unbedingt jetzt sofort da sein, aber es ist schon relativ lange angekündigt, und die Produktion oder der Start der Produktion schiebt sich schon unheimlich. Liegt ganz bestimmt an den Kapazitäten der Batterien. Ich denke, man braucht die neuen Batterien, damit man eben die Leistungsfähigkeit dieser Fahrzeuge herstellen kann. Damit man aber für Pepsi eine vernünftige Infrastruktur liefert, hat Tesla jetzt schon eine Ladelösung für diesen Semitruck bei Pepsi vorbereitet, sodass die eben, wenn sie ihn kriegen, ihn auch vernünftig nutzen können. Also, es sieht so aus, als wenn die ersten Semitrucks demnächst irgendwann dann doch zu den Kunden gehen. Und wenn die Kunden erstmal als Langzeittester noch mit einbezogen werden, ist es ganz bestimmt für alle anderen dann auch gut. Und Kunden, die eben da offen gegenüberstehen, die werden ganz bestimmt auch gerne mitmachen bei solchen Versuchen. Powerwalls. Ja, Powerwalls ist für mich ein problematisches Thema. Ich finde diese Dinger super, auch die Leistungsdaten sind sehr gut. Die sind aber so kletterweise immer ein bisschen teurer geworden in der letzten Zeit. Was natürlich nicht verständlich ist, weil die Batterien insgesamt ja günstiger werden. Warum jetzt die Powerwalls teurer werden? Aber natürlich werden die Powerwalls teurer, weil die Konkurrenten teurer sind. Kann man einfach einen höheren Preis verlangen. Das Produkt scheint ganz gut zu sein. Ich hatte damals mich informiert. Für mich war das Problem mit dem Drehstromnetz und dem Tesla-Akku eben nicht genau passend. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich hätte schon ganz gerne so ein Tesla-Akku für meine Solaranlage. Ich habe jetzt von BYD einen Akku von Fennekon hier unten, der ist auch gut. Von seiner Kapazität ist er eben ein klein bisschen limitiert. Ich habe 12 Kilowattstunden, 12 Kilowattstunden brutto da drin und 9 netto drin und 6 oder 7 als Peak möglich, also schon ein sehr leistungsstarker Akku. Trotzdem hätte ich natürlich gerne so einen Akku von Tesla gehabt und dann vielleicht so ein Dreierpaket, dann könnte man wirklich auch in den Spitzenzeiten den Solarstrom länger halten und eben auch bei Blackouts mit dem Arbeiten. Jetzt bei dem kleineren Akku, den ich habe, kleiner in Anführungsstrichen, ist das an sich nicht sinnvoll, da irgendetwas zu reservieren. Kommen wir zu den Autopilot. Der Autopilot
Ja, da gibt es jetzt als erstes eine Überwachung des Gesichts von der Kamera intern. Das ist natürlich, ja, bedingt gut, wenn man natürlich sagt, ja, das System überwacht, dass der Mensch noch wach ist und aufpasst, was er macht, ist es ganz bestimmt nicht falsch, das zu machen. Und man würde dann auch feststellen, dass niemand in dem Fahrersitz sitzt, dann würde das System auch den Wagen stoppen. Also insofern ist das schon eine Sache, die scheinbar gemacht werden muss, weil es immer viele Leute gibt, die das missbrauchen. Und vielleicht ist es auch für die Zukunft eine ganz gute Sache, weil man damit Sachen überwachen kann. Nur nicht jeder mag gerne überwacht werden. Dann hat ja Tesla angekündigt, dass das Model 3 und Model Y sein Radar verliert. Aber es sollen weiterhin noch die gesamten Sicherheitsfunktionen vorhanden sein, auch wenn jetzt die Prüfstätte in Amerika die erstmal nicht als vorhanden sieht, bis sie wieder geprüft sind. Also auch in, ist nicht super, aber gut. Dann ist es so, dass man bei den Gigafactories jetzt in Texas war eben der YouTuber, hatte die Möglichkeit reinzugehen und konnte innerhalb der Firma Aufnahmen machen. Da gibt es hier ganz bestimmt unten drin auch den Link, wo man sich das angucken kann, oder man guckt einfach in YouTube und findet dort die Aufnahmen von der Gigafactory in Texas. Ja, für Texas ist das so ein klein bisschen problematisch. Tesla darf an der Firma nicht verkaufen, sondern die müssen erst die Fahrzeuge rausbringen aus der Firma oder aus der Fabrik und dann wieder irgendwo anders dann verkaufen, weil mit Texas ja... Ja, da gibt es verschiedene Limits, was man in Texas so machen kann. Und da ist es, glaube ich, so, dass die Autoverkäufer immer noch so ein Monopol haben oder nicht Monopol haben, dann eben verkaufen zu können, Fahrzeuge. Naja, auf jeden Fall wird das von Tesla dann gemacht, dass die Fahrzeuge rausgebracht werden aus Texas und nicht direkt an der Fabrik verkauft werden könnten, was ja sich anbieten würde, dass man vielleicht auch die Autos direkt am Verkaufsshop dort hat. Dann gibt es einen Test in der Gigafactory in Deutschland. Das ist kein Probebetrieb, sondern da wird getestet. Das ist, glaube ich, wichtig von der rechtlichen Lage her, dass das eben Tests sind und noch kein Probebetrieb. Andererseits sind die Anträge alle gestellt und der Starttermin soll vor Jahresbeginn sein. Bin gespannt, ob das alles funktioniert. Zusätzlich ist man dabei, eine spezielle Methodik zu machen, um weniger Wasser zu nutzen für die Elektroden, so drei Elektroden. Ja, wie man das auch macht, auf jeden Fall ist da der Versuch eben der Optimierung, dass der Wasserverbrauch gesenkt wird. Da gab es ja so Berichte, dass eben sehr viel Wasser verbraucht wird in der Firma, also in der Fabrik. Und da versucht eben Tesla darauf auch zu reagieren, indem Methoden eingesetzt werden, wo der Wasserverbrauch reduziert wird. Ja, und die Batterieproduktion ist beantragt. Das heißt, es sollen zwei Linien gemacht werden oder gebaut werden, vielleicht sogar mehr dort. Und auf jeden Fall die Batterieproduktion soll dann eben auch vorbereitet werden. Ich denke aber, dass man erst mit den älteren Zellen starten wird, die geliefert werden, und dann rübergeht in die Zellproduktion, wenn man selbst das aufgebaut hat. Ja, an Superchargern soll es demnächst einen Diner geben. Und da hat Tesla scheinbar das sich gesichert, dass sie da so einen Diner hinbauen können, um dann eben am Supercharger Leute zu bedienen. Da wird man aber davon ausgehen können, dass das nur an großen Supercharger-Location stattfindet. An kleineren, wo nicht so viel Betrieb ist, denke ich, wird das höchstwahrscheinlich nicht sein. Vielleicht macht das Tesla ja auch als French Fries, dass eben sich Privatunternehmer dort ansiedeln können und dieses betreiben können. Mal sehen, wie das denn sich nachher ausgestaltet und ob das nur in Amerika ist oder auch nach Deutschland kommt. Tesla hat ja eine ganze Menge oder eine sehr gute Produktion in China und die Aktien sind sehr stark unter Druck geraten. Warum? Weil es ja die Verkäufe in China eingebrochen sind. Es werden nicht mehr so viele Autos verkauft.
Und da kommt eben dieser Sättigungseffekt in einer Preiskategorie in Frage. Das ist nicht, dass die Autos schlecht sind. Einfach der Markt hat am Anfang sehr viele Fahrzeuge aufgenommen, weil eben viele Leute jetzt die Möglichkeit haben, sowas zu kaufen. Aber wenn erstmal eine Basissättigung eingesetzt ist, dann werden nur die zusätzlichen Fahrzeuge verkauft. Und speziell bei den Preisen, die sind einfach beim Model 3 in einer gehobenen Ebene, nicht billig und dadurch eben schwieriger, den Marktanteil zu halten. Und das wirkt sich natürlich auf die Erwartung bei den Aktien aus. Man hat andere Länder, wo man diese Fahrzeuge hinbringen kann, aber trotzdem ist natürlich China ein wichtiger Markt. Und wenn dort die Nachfrage nicht stimmt, dann wird das schon schwierig für ein Unternehmen, was oder für die Fantasie von Leuten auf die Preise für das Unternehmen. Tja, es ist vorbei mit dem Gewinn vom Roadster oder Model Y. Gibt es nicht mehr, denn Tesla hat hat vom Prinzip her das freie Superchargen, was man ja weitergeben kann mit dem Link, den nenne ich euch ja immer. Da war das ja so, dass man 1500 Kilometer, derjenige, der es kriegt und derjenige, der es gibt, bekommt und zusätzlich ein Los für eine Verlosung. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht von euch weiß jemand, ob jemand bei diesen Verlosungen gewonnen hat. Ich weiß, dass früher YouTuber, Roadster und so weiter bekommen haben, wenn sie so und so viele Links hatten. Aber ich glaube, dass diese Verlosung, habe ich noch nie gehört, dass da irgendeine Verlosung war. Ich habe noch nie einen Gewinner gesehen von so einem Fahrzeug. Fragwürdig also. Muss man mal sehen, wie das ist. Ja, bei mir persönlich ist das so, ich habe ja das Glück, Supercharger frei zu haben. Das heißt, wenn jemand sich meinen Link nimmt, dann bekommt er 1500 Kilometer und ich bekomme eben nichts dafür. Naja, so ist es. Ich meine, ich habe auch nicht gewonnen bei dem Roadster und Model Y. Ist auch nicht so wild. Ja, und als letztes, der Schweizer Verlag, ein Schweizer Verlag vergibt immer einen Preis und hat die Tesla-Dokumentation, die ja sehr umstritten war, wo sich auch Elon Musk drüber echauffiert hat, die haben sie einen Preis verliehen für eine sehr gute Dokumentation. Ich habe sie mir nicht angeguckt, ich kann das nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, was da drin dokumentiert war, richtig oder falsch war oder ob das so ist. Auf jeden Fall so, dass der Schweizer Verlag gesagt hat, ja, die haben eine gute Dokumentation gemacht. Ob das nun alles richtig ist oder nicht richtig ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, man muss immer alle Seiten hören. Und daher, wenn dann eine Dokumentation gemacht wird, und das ging ja um Wasser und so weiter, dann ist es einfach natürlich so, dass darauf hingewiesen werden muss, was für Problematiken da sind. Ob es nachher dann wirklich zutrifft oder nicht, ist eine andere Sache. Man sollte natürlich möglichst auch keine Ängste schüren, wo keine Ängste sein müssen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.